من المعاصي فإنني لشك عبد عاصي أستغفر الله من الملاهي ولعب وكل شيء لاهي ومن جميع الكذب في الكلام وجملة الأوزار والأثام وتائب لله ذي الجلال مما به دنت من الضلال وكل ما خلفت فيه الحق ولم أكن. Und heute sind wir dran mit schlechten Charaktereigenschaften und schlechtes Verhalten und wie man das sozusagen beseitigen kann. Heute, barakallahu fikum, reden wir über Handlungen, die verboten sind in unserer Religion, und leider die Leute praktizieren das. Und zwar eine von diesen Handlungen, die natürlich verboten ist, dass man schlachtet, aber nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das gehört, barakallahu fikum, zu schlimmsten Charaktereigenschaften oder Verhaltenseigenschaften gehört, dass man Schirk begeht. Weil wenn man Schirk begeht, dann tut man Unrecht gegen sich selbst, Unrecht gegen die anderen und Unrecht gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Und so wird man auch Schlimmes verbreiten, und die Leute werden davon lernen und sie werden Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr richtig anbeten. Manche denken, dass Charaktereigenschaften nur damit verbunden sind, dass man nicht lügt oder dass man zum Beispiel höflich redet oder nicht höflich redet, aber das ist nicht der Fall. Zu den Eigenschaften des Menschen gehören, was der Mensch verinnerlicht und was der Mensch auch äußerlich praktiziert. Und dies, dass man, barakallahu fikum, nicht für Allah subhanahu wa ta'ala schlachtet. Vielleicht hier in Deutschland oder in Europa, ich denke, das wird selten sein. Außer bei bestimmten Gruppierungen, die so schlimm sind, die keine Ahnung von der Religion haben. Aber allgemein in Europa findet es das nicht. Sowieso ist hier Schlachten verboten. Das ist schwer. Aber in anderen Ländern, einige gehen, barakallahu fikum, zu den Gräbern zum Beispiel und die schlachten dort vor den Gräbern. Die schlachten für Jinn oder für Shaitan. Einige schlachten für den Verstorbenen. Oder manche sagen für den Sheikh. Oder zum Beispiel bei Shia für Ali, für Al-Hussein, im Namen von Ali, im Namen von Hussein. Alles ist Schirk. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: La'anallahu man dhabaha li ghayrillah. Allah subhanahu wa ta'ala verflucht denjenigen, der schlachtet, aber nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns klar gemacht, dass wenn man schlachtet, dass man für Allah subhanahu wa ta'ala schlachtet. Im Koran: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mein Gebet, meine gottesdienstlichen Handlungen und darunter Schlachten, mein Leben und mein Sterben ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb einige Leute haben das von ihrer Heimat gelernt, dass sie für andere Leute schlachten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: La'anallahu man dhabaha li ghayrillah. Subhanallah, komischerweise, diese Überlieferung wurde von Ali ibn Abi Talib überliefert. Von Ali. Und die schlachten heute für Ali. Ali radhiyallahu anhu selber sagt: Der Prophet hat mir vier Wörter beigebracht. Vier Wörter. La'anallahu man dhabaha li ghayrillah. La'anallahu man la'ana mawali. La'anallahu man ghayyara manar al-ard. Ja? Und deshalb, barakallahu fikum, sagt Allah khairan, er selber überliefert diese Überlieferung, dass der Prophet sagte: Allah verdammt, verflucht denjenigen, der nicht für Allah subhanahu wa ta'ala schlachtet. Deshalb, wenn du schlachtest, dann sagst du Bismillah, das geht für Allah subhanahu wa ta'ala. Sag mir, ja, aber wenn du einen Gast bekommst und du sagst, ich schlachte für dich, was? Du meinst nicht in seinem, das ist Gastfreundschaft, du meinst nicht jetzt wegen, im Namen des Gastes.
aufpasst. Von den Handlungen, barakallahu fikum, auch, was wir viel bei den Muslimen sehen, diese Talisman oder diese Glücksbringer tragen. Das ist, eine Person trägt entweder ein Armreife oder trägt Kette oder trägt etwas in der Tasche oder trägt was. Da sagt man, was ist das? Sagt man ja, als Schutzbringer. Wenn ich sowas mache, dann werde ich geschützt. Oder Talisman. Bei manchen ist das diese Hand von Fatima oder diese blaue Auge. Was ist los? Er sagt, ja, das ist Schutz. Blaue Auge gibt es nicht. Ne? Es gibt kein blaues Auge sowieso. Und diese blaue Auge, wie kann das dich schützen überhaupt? Wie kann ein Zettel dich schützen? Kann niemand. Schutz bekommt man von Allah subhanahu wa ta'ala und nicht von diesem. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Inna ruqa wa tama'ima wa tiwala shirk. Das Hadith ist bei Imam Ahmed. Ar-Ruqa, das sind diese Lesungen. Aber Lesungen, die wal-iyadu billah nicht zu verstehen sind. Komische Wörter. Da hört man etwas, was die Person sagt, versteht man gar nicht. Und da meint man, ich lese bei dir, damit du gesund wirst. Und das ist Shirk wal-iyad. Auch barakallahu fikum at-tama'im. At-tamima, das ist etwas, so wie eine Kette, was die Leute drinnen schreiben. Und die Kinder tragen das als Schutz. Der Prophet sagte, das ist auch Schirk. Und At-tiwala, das ist so ein Stein oder etwas, was bei der Frau getan wird, gelassen wird, dass ihr Mann sie mehr liebt. Oder bei dem Mann bleibt, damit die Frau ihn liebt. Und diese drei, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die sind Schirk. Alles, was diese Bedeutung hat, ist auch Schirk. Das ist angenommen, du trägst einen Ring und du denkst, wenn du diesen Ring trägst, dann wird deine Frau dich mehr lieben oder du liebst deine Frau mehr durch diesen Ring. Oder du trägst irgendwas, du sagst, das bringt mir Glück. Oder du trägst ein T-Shirt oder eine Hose, da sagst du, ja, wenn ich das trage, dann bekomme ich Glück und werde gewinnen. Wenn du so denkst, dann begehst du Schirk. Das ist der kleine Schirk, das ist nicht der große. Da ist man noch Muslim. Aber das gehört dazu, dass man versteht, wenn du etwas als Grund bezeichnest, wäre eine Handlung, und dies ist kein Grund, dann begehst du ja kleinen Schirk. Jetzt, wenn jemand diese blaue Auge hat oder diese Hand von Fatima, werden diese die Person schützen können? Auf keinen Fall. Wenn man sagt, das ist der Grund, dass ich geschützt werde, dann begeht man Schirk hier, weil man dann den Islam nicht verstanden hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Und zuletzt, damit wir nicht so viel Zeit, barakallahu fikum, nehmen, übertreiben in Gräbern von guten Leuten. Übrigens, ich meine, die Grundlage unser Buch ist von jemandem, der in den arabischen Ländern lebt und nicht in europäischen Ländern. Ich denke, ja, es gibt weder Gräber, die werden jetzt angebetet, noch dass man bei Gräbern schlachtet oder dass man bei Gräbern, sage ich, Tawaf macht. Es könnte sein, aber selten. Ich denke nicht, dass wir sowas haben. Das ist eher in den muslimischen Ländern, da findet man sowas. Dass die Leute zu einem Grab gehen und dass sie aus diesem Grab wirklich entweder einen Platz für Pilgern machen oder einen Platz, dass sie dort schlachten oder dass sie ihr Bittgebet dort, sagen. Früher, als wir kleine Kinder waren, man hat uns mitgenommen zu einem so Hügel. Es gab doch ein Scheich, Grab von einem Scheich. Da gab es Fenster und die waren mit Gitter so geschützt.
damit keiner reinkommt, weil die Leute Geld dort schmeißen. Ja. Und da gab es so grüne und schwarze Fäden. Du sollst grünen Faden lösen oder schwarzen und du sollst das nochmal knoten. Und dabei gibt man Geld. Du schiebst Geld durch das Fenster, durch das Gitter, wirfst du Geld und dabei knotest du diesen Faden. Grün, rot, gelb, egal. Und dabei erwähnst du deinen Wunsch. Überleg dir als 5-jähriges Kind, 6-jähriges Kind, man bringt dir sowas bei. Und von wem verlangst du? Nicht von Allah. Du verlangst das vom Sheikh. Du sagst, oh Sheikh, das heißt, du willst zum Beispiel, ich wollte gerne ein Fahrrad haben. Ja, dann habe ich so viele gemacht, gib mir ein Fahrrad, oh Sheikh. Und so. Das bringt dir bei. So wird das beigebracht. Und jetzt bei den Erwachsenen ist es schlimmer. Ist schlimmer. Ich war einmal selber, wurde eingeladen bei einem, so ein Sufi-Sheikh, großer Sufi-Sheikh, bekannt, sehr bekannt. Der hat mich eingeladen. Der wollte, dass ich sein Vertreter in Europa werde. Sein Khalif in Europa. Ja, und dann hat er mich mitgenommen. Er hat natürlich, ich habe so viel erlebt, möge Allah uns bewahren. Erstmal, meine Hand wurde vielleicht 1000 Mal geküsst. Und die Leute, die nehmen meine Hand und die streichen mit der Hand. Warum? Weil der Sheikh meine Hand berührt hat. Wallah, sie waren wie Ameisen. Wie Ameisen haben sie das Auto angegriffen. Damit sie sich nur Reifen oder alles, was der Sheikh berührt hat, haben sie berührt. Als Baraka, Segen. Ich habe ihm gesagt, Sheikh, was ist das? Da hat mir gesagt, die sind Esel, diese. Ey Wallah, ich erinnere mich, ey Wallah. Bei Allah, Shahada ist. Der sagt, die sind Esel, die sind Hamir. Wir sagen ihnen immer, das geht nicht, aber was kannst du machen? Lass sie! Dann hat er meine Hand mitgenommen, mich mit von der Hand, und wir waren dann bei Grab von seinem Vater. Die nennen das nicht Grab, nicht Grab, die nennen das Marqad. Das wird Schlafplatz. Ja, der ist nicht gestorben, Allah yedik. Ja, genau. Auf jeden Fall. Dann habe ich ihm gesagt, was machen die Leute da so? Er sagt, schau mal, wir haben das so. Wir haben eine Tür von Osten und eine Tür vom Westen. Damit die Leute kein Tawaf machen, lieber, dass sie rein. Aber trotzdem machen die Leute Tawaf. Das ist, was ich gesehen habe. Und überleg dir jetzt, wenn diese Aqida nach Europa kommt oder nach Konvertiten kommt, was werden sie daraus machen? Wir sehen heute, obwohl das zu unserem Thema nicht gehört, aber da kann man ein paar Wörter hier verlieren. Wir sehen heute, wie das in Europa geworden ist mit jugendlichen Muslimen, jungen Schwestern und jungen Brüdern, mit Daesh, mit ISIS. Die denken, dass diese Leute recht hätten, weil sie nicht denken, eigentlich. Die denken, dass sie Recht hätten. Aber unsere, diese jungen Leute, sie denken nicht. Weil wenn sie denken, dann wissen sie genau, dass diese Gruppierungen wie ISIS und ihre Achawatua und ähnliches, dass diese Leute die Schlimmsten sind, die gegen den Islam handeln und nicht für den Islam handeln. Und auf der anderen Seite, diese Sufi-Gruppen, Sufisten, auch gleich. Wenn sie hier kommen und bringen den Leuten das bei, wenn der Sheikh dich anschaut, was passiert? Der Sheikh guckt dich an. Weißt du, was passiert? Es kommt ein Licht von seinem Herzen in deinem Herzen. Und dann wird dein Herz erleuchtet. Deshalb, du musst richtig den Sheikh anschauen. Und bei manchen, Wallah, bei manchen, wenn sie beten, dann müssen sie erstmal das Bild des Sheikhs vor Augen haben. Allahu Akbar.
klappt nicht. Allahu Akbar, klappt nicht. Allahu Akbar, klappt nicht. Am Ende macht er so, guckt der Sheikh, Allahu Akbar. Ja, deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala so warten. Dies, was wir heute erleben, ISIS, sophistischen Gruppierungen, dieser Schirk von Schia, von Rawafid, das kommt, was ist der Grund für das Ganze? Die Unwissenheit. Man falsch gelernt hat. Dass man den Islam nicht verstanden hat. Schaut mal mit diesen ISIS zum Beispiel. Sag mir bitte ein Gebiet, das ISIS angegriffen hat, was Kuffar sind, was gegen den Islam sind, was Leute sind, die falsche Aqida haben. Alle Gebiete, die ISIS erobert haben, in Syrien und Irak, die sind die Sunniten in Syrien und Irak. Die Leute wurden dort getötet. Die Muslime leiden darunter. Überall, heute, hier und woanders. Warum? Man sollte sich ein bisschen überlegen, warum nur in den Gebieten von Ahl-Sunnah passieren solche Attentate und werden die Muslime dort geschlachtet und getötet. Warum nicht woanders? Nummer eins. Nummer zwei, was verstehen diese Leute vom Islam? Was wissen sie über den Islam? Überleg dir, einer, der ist seit 2 Wochen Muslim geworden in Deutschland und fliegt über Türkei, dann zu ISIS. Und dann nach ein paar Monaten siehst du eine Person mit Bart und der fängt an, über Islam zu reden und komischerweise wird er auch Richter oder Polizist oder Mufti oder ein Imam. Was wirst du erwarten von so einer Person? Auch von einer Person, der 5 Jahre Muslim ist. Was wirst du von ihm erwarten, wenn diese Fatwa gibt? Und er kann noch nicht die Grundlagen des Islam. Und er hat das nicht gelernt. Ja, nur weil er Bart hat oder weil er sich so anzieht wie Afghanistan oder wie pakistanische Kleidung, dann ist man wissend geworden, möge Allah uns bewahren. Oder weil man in YouTube 2, 3 Videos gemacht. Vor ein paar Tagen kommt ein Bruder zu uns, der kann kein Deutsch, der ist neu hier. Sagt, MashaAllah, schaut mal dieser Bruder, wie schön er über Islam redet. Und der Bruder guckt, sagt, Allah yehdik, der redet gegen den Islam. Aber der hat verstanden, dass er für den Islam redet. Deshalb, barakallahu fikum, sagt Allah, ist es sehr wichtig, dass der Muslim richtiges Wissen lernt und von den richtigen Leuten auch nimmt. Und nicht so durch die motiviert zu sein, nicht denken, ohne Wissen und dann handeln. Kennt ihr solche Leute nicht? Du siehst eine Person, die seit 2, 3 Monaten mit dem Gebet angefangen hat oder seit 2, 3 Monaten Muslim geworden ist und dann fängt er die Leute vom Islam auszuschließen. Und er sagt, ja, Allahu Akbar, und wir müssen was für die Umma machen und so weiter. Sagst du ihm, Achi, betest du 5-mal richtig? So? Ja? Lies mal den Fatiha. Einmal wollte jemand mit mir debattieren. Ich habe gesagt, okay, wir debattieren. Aber unter einer Bedingung erstmal. Du liest für mich den Fatiha. Wenn du den Fatiha für mich richtig liest, dann machen wir den nächsten Schritt. Sag nein. Ich habe gesagt, warum nicht? Da habe ich gesagt, schau mal, ich lese für dich die Fatiha. Wenn ich Fehler mache, sag mir falsch. Kein Problem, ich lerne von dir auch. Ja, dann lese mal für mich die Fatiha. Wallahi, der hat das nicht akzeptiert. Ich wusste warum. Weil ich wusste, dass er die Fatiha nicht lesen kann. Weil er das nicht richtig gelernt hat. Überleg dir eine Person, ich habe das erlebt, ein 17-Jähriger, der den Islam angenommen hat vor 2 Monaten, der sagt mir, diese Leute sind Kuffars, diese Munafiqun. Du Munafiqun, du Kuffars. Der weiß noch nicht, was bedeutet Kafir und Kuffars. Plural und Singular, der kennt das nicht. Auf jeden Fall, der sagt mir, warum darf ich nicht die Leute vom Islam ausschließen? Ich habe gesagt, 2 Monate Muslim. Du willst die Leute vom Islam ausschließen? Ich sage, ja, kein Problem. Und wir haben das einmal erlebt. Jemand hat den Islam angenommen. Das war in Düsseldorf. Die Brüder kamen zu mir und sagten, kannst du mit jemandem ein bisschen über Islam reden, der ist so
begeistert von der Religion und motiviert. Habe mit ihm ein bisschen gesprochen, willst du den Islam annehmen? Ja, ich will den Islam annehmen. Okay, der Islam ist so und so und so. Dann saßen wir, komm Bruder, Ashhadu, Ashhadu, Allah, 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 Allah. Und so, Muhammad Rasul, der ist Muslim geworden. Die Bruder, Allahu Akbar, Takbir, diese Mode. Dann, Akbarakallahu fikum, ich war im Unterricht und da habe ich gesagt, ja, jemand hat mir eine Frage gestellt. Was ist das Urteil von jemandem, der Talisman trägt oder Glücksbringer trägt? Da habe ich gesagt, ja, die Frage ist, was ist Urteil über eine Person, die Glücksbringer trägt? Dann sagt er, der gerade Muslim geworden ist, Kafir! Ja. Haben nie geglaubt. Ich habe gesagt, bitte? Man überlegt dir eine Person, die seit halbe Stunde Muslim geworden ist. Der fängt an, die Leute vom Islam auszuschließen. Und das ist Schande für uns alle. Schande für uns alle. Und das sind solche Leute, solche, jetzt komme ich zum Thema zurück. Diese Eigenschaften, die wir bekämpfen sollten, wie zum Beispiel, dass man kein Wissen hat, dass man handelt, ohne dass man gefragt hat, dass man, wal'iyadu billah, Schirkhandlungen macht, das führt dazu am Ende, dass du solche Leute wie Daesh oder wie ISIS Leute findest. Das führt dazu, dass wir solche Leute haben, der die Muslime tötet und umbringt und bereit ist, die Muslime zu töten, und der ist bereit, alles zu machen für seine Theorie, die falsch ist, weil diese Person kein Wissen hat. Deshalb wollt ihr, dass eure Kinder geschützt werden, wollt ihr, dass eure, Familien geschützt werden, dann muss man nach dem richtigen Wissen suchen. Und richtiges Wissen heißt nicht, achi, mashallah, Muskeln und so posieren mit Kalaschnikow, ja, mashallah. Man sieht jemanden mit Kalaschnikow so, pose so mit Kalaschnikow, sagt, mashallah, schau mal, der Bruder, Licht kommt von seinem Gesicht. Allah, nicht Licht. Du bist blind. Und wenn man unwissend ist, da denkt man, dass die anderen, die was anderes erzählen, dass sie wissend sind. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wart ihr heute nicht zufrieden, Marsch? Alhamdulillah. Nee, ich meine, wie viel tausendmal sollen wir uns noch davon distanzieren? Wie viel Mal noch? Ich habe eine Idee. Wir machen ein Patent, inshallah. Ein Patent, ein neues so Gerät, kleines Gerät. Du steckst das hier. Das bringt so ungefähr so. Da haben wir so ein Gerät. Ich bin Muslim gegen Terror. Ich bin Muslim gegen Terror. Die nächste Patentstufe ist, das spricht noch. Und die nächste Patentstufe, wenn er Muslim findet, dann sagt er nicht, ich bin gegen Terror. Nur bei Kuffars sagt er das. Subhanallah. Subhanallah. Okay, das ist mit Sicherheit so geworden. Das heißt, du bist doch Terrorist. Und deine Religion ist doch Terrorreligion. Aber du sollst immer sagen, ich bin dagegen, dagegen. Damit du dich distanzierst. Ja, die sollen sich distanzieren von diesen Gräueltaten, was in der ganzen Welt passiert. Jeder Minister in Deutschland, Politiker, wenn er spricht, der soll immer anfangen mit diesem Wort. Ich distanziere mich von den Gräueltaten von Hitler, von Adolf und von seinen Leuten. Ich bin gegen, der soll jedes Mal das sagen. Und die sollen jeden Tag eine Demo machen. Sagen wir, warum? Warum nicht? Du sollst dich doch distanzieren. Uns fehlt, dass die Muslime sich distanzieren. Ja, was sollen die Muslime mehr machen? Nein, und am Ende, wer kommt und will im Namen der Muslime reden? Wer? Lamia Kadur und Seran Atish. Beide nicht Muslime. Eine, die verleugnet Hijab, und die andere verleugnet die ganze Religion. Mittlerweile sagt sie auch, ich bin Imamin. Imamin.
Meine, welcher Ahmar wird dich wird dir glauben? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb barakallahu fikum, aufpassen. Und ich empfehle euch. Eine Empfehlung bitte. Eine Empfehlung. Bitte solche Nachrichten nicht verbreiten. Eine liberale Moschee in Berlin, eine Rebelle, Todes, ich weiß, welche psychisch Kranke wird so eine Frau bedrohen, dass er sie tötet und sowas. Vielleicht Verfassungsschutz hat ihr so einen Brief geschrieben und da sagt man die Muslime, Fall Amri ist klar doch. Nö, die machen das nicht, nein, die sind alle ehrlich, Verfassungsschutz. Oder ehrlich, hoch zwei. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, barakallahu fikum, ich empfehle euch, wenn sowas passiert, gebt bitte keine Acht. Sowas gar nicht. Ein Bruder hat mir von Ausland geschrieben, was ist los bei euch in Deutschland, oder Liberale oder so. Ich habe gesagt, nichts. Gar nicht davon erzählen, als ob das nicht passierte. Kein Acht geben. Kein Acht geben. Und seht ihr, subhanallah, wenn wir die Muslime kein Acht geben, wie sie platzen. Die werden alles versuchen. Jetzt, wenn wir diesen Leuten kein Acht geben, die werden die Zeitungen 20.000 Mal davon erzählen, damit sie die Muslime provozieren. Irgendeiner auf der Welt sagt was, jetzt weil die türkische Religionsgemeinde das kritisiert hat. Schaut mal, die haben jetzt geschrieben, schaut mal, was sie sagen und so weiter. Und wir sollen nicht dumm sein. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ein Muslim denkt und ein Muslim hat die beste Gabe und das ist der Islam. Passiert sowas. Vergessen wir das, als ob das nicht passierte. Und schaut ihr, dass diese Sache vergessen wird und stirbt. Aber wir machen diesen Leuten passiv Werbung. Wer ist dieser Siranatisch? Wer ist dieser Lamia Qaddur? Wer ist dieser liberale Muslime? Wer sind das? Was haben sie von Wissensstand? Oder von, sage ich jetzt, von Wirkung auf unsere Umma? Null! Fünf Schüler oder drei Schüler bei dieser Lamia, die sind nach Syrien und die kämpfen dort. Keiner hat sie kritisiert dafür, obwohl sie ihre Schüler war. Aber vielleicht der Nachbar von dem Freund, von dem Bruder, der du über Facebook eines Tages kontaktiert hast, der geht nach Syrien. Was machen sie mit dir? Deshalb, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das gute Wissen geben. Sei vorsichtig. Und da sollte man wissen, was man sagt. Ich habe gesehen, dass sie auch hier Interviews gemacht haben in Berlin. Einer gibt ihnen Fatwa. Nein, das geht nicht mit Ijma'. Und der andere fängt an, jeder gibt Fatwa, wie er will. Kenne ich diese Themen, das sind klar. Das sind klare Themen, das sind Provokationen für die Muslime. Die wollen uns nur provozieren, damit irgendeiner was sagt. Ich habe euch erzählt, das war Madrid, diese Madrid-Attentate. Ich war hier, ich habe Khutba in Nur-Moschee gehalten. 2003 war das. Ich habe Khutba in Nur-Moschee gehalten und da gab es ein ARD-Team, die wollten mit mir ein Interview machen. Ich habe gesagt, ich bin in Berlin. Dann haben wir mit der Moschee gesprochen und gesagt, kein Problem. Dann kamen sie und die wollten fragen nach diesem Thema. Die haben mich gefragt, was sagt sie zu diesem Thema? Ich habe gesagt, im Islam, wir dürfen keine unschuldigen Menschen töten. Egal, ob diese Leute Muslime sind oder nicht Muslime. Wir dürfen keine Tiere töten, so aus Spaß. Dann wie ist das mit Menschen? Und ich habe ihnen erklärt, was die Gelehrten des Islam sagen, was das unsere Religion ist. Und dann haben wir gewartet, was sie bringen in Nachrichten, in dieser Reportage. Kein einziges Wort von mir. Gar nicht gesagt, wir haben mit dem Imam Interview gehabt. Was haben sie gebracht? Pass auf. Einer mit so einer Kette, tätowiert hier. So mit dieser T-Shirt, diese Basketball-T-Shirt. Ja, dieser und so. Die töten uns, wir töten sie.
Maschal. Richtiger. Das haben sie am Ende gebracht. Das sagen die Muslime. Was erwarten sie von uns jetzt? Mit dieser sogenannten Moschee. Erstmal, das ist keine Moschee. Und liberal, das ist kein liberal. Weil liberal offen für alle ist. Aber diese Leute, die sind gegen uns. Und wenn sie behaupten, sie wären liberal, dann müssen sie theoretisch uns auch akzeptieren. Aber wieso akzeptieren uns nicht? Wo ist liberal da? Hä? Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Die wollen von uns, dass wir provoziert werden. Vergiss das. Schick diese Nachrichten nicht. Und mach das nicht. Und dann wird diese Sache sterben. Und keiner wird davon reden. Aber wenn der dem anderen schickt und schaut mal, was passiert. Und das ist Katastrophe. So, welche Katastrophe? Ich war viele Male in Psychiatrie. Ich bin nicht krank, ja. Ich wurde eingeladen, um Seelsorge für bestimmte Leute zu machen oder mit ihnen zu reden. Ja, und ich habe manche gesehen dort in Psychiatrie. Ja, und ich habe jetzt dieses Psychiatriebild wirklich ein bisschen verglichen mit dieser liberalen Moschee. Das ist auch so. Das ist auch so einfach. Psychiatrie. Und das ist alles. Nicht mehr Wert geben. Wallahu ta'ala alam. Derjenige, der Nasiha nimmt, bitte schön. Derjenige, der Nasiha nicht nimmt, seine Sache. Barakallahu fikum, sagt Allah khair. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen.